Das Glaubensleben ist nicht dadurch geprägt, eine To-Do-Liste einzuhalten, sondern es besteht aus einer Beziehung. Das alttestamentliche Gesetz war eine Liste von Vorschriften, die man einhalten musste, dann wurde man gerecht gesprochen. Wenn man das Gesetz genau befolgte, konnte man gerecht werden, doch jeder, der versuchte, auf diese Weise gerecht zu werden, musste scheitern. Niemand kann nämlich das Gesetz halten, außer Christus allein. Dem sündigen Fleisch ist es nicht möglich, Gottes Willen zu tun. Darum hat Gott uns einen anderen Weg gegeben. In Galater 3,11 steht ein wichtiger Satz. Dieser lautet so: Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das steht auch in Habakuk 2,4. Der Endzeitreporter lehrt das Gesetz und sagt, dass man durch die Einhaltung der Gebote gerecht werden könne. Doch Gott hat einen anderen Weg. Es geht nicht um eine Liste, die man abarbeiten muss, sondern um eine Beziehung. Aufgrund des Kreuzestodes und der Auferstehung des Herrn Jesus Christus kann jeder Mensch, der durch den Glauben zu Jesus Christus kommt, gerecht werden. Durch den innewohnenden Heiligen Geist nach der Wiedergeburt wird der Gläubige durch den Geist auch geleitet. Das heißt, der Gläubige muss nicht aus eigener Kraft aktiv werden, sondern der Geist wirkt im Gläubigen die Werke, für die ihn Christus vorgesehen hat. In 2. Korinther 4,7 steht: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und in Römer 8,15 steht: Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Abba, Vater. Das heißt, wir schwache Menschen sind nicht Knechte, die sich am Gesetz abmühen müssen. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, die Gott erzieht und die durch den Heiligen Geist geleitet werden. Das heißt, unsere Kraftquelle ist der Heilige Geist und dieser wirkt in uns die Werke. Wann habt ihr den Endzeitreporter über den Glauben und über die Kindschaft predigen gehört? Eigentlich noch nie, oder? Alles, was wir tun müssen, ist, die Beziehung zu Jesus Christus und dem Vater durch den Heiligen Geist aufrecht zu erhalten. Dann werden wir automatisch so geprägt, dass wir den Willen Gottes tun. Natürlich benötigen wir dazu die Schrift, das tägliche Bibelstudium, das Gebet und die Gemeinschaft mit den Christen, auch das Abendmahl. Allerdings brauchen wir für das Glaubensleben nur die Lehre der Apostel und nicht das Gesetz vom Sinai. Wir leben aus Glauben, nicht aus dem Gesetz. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, den der Endzeitreporter nicht predigt. Möge Gott ihm die Augen öffnen. Wir werden durch die Beziehung zu Jesus Christus Stück für Stück verändert. Das kann das Gesetz nicht. Das Gesetz kann den Menschen nicht verändern, sondern nur die Gnade, Liebe und Zuwendung des großen Hirten zu seinen Schafen. Das Gesetz ist nicht dazu in der Lage, dass wir den Willen Gottes tun, sondern wir brauchen ein neues Herz, in dem der Heilige Geist lebt. Danke.